Allein das Marketingpaket, wenn Faker SKT verliert und eine andere, wenn SKT Faker verliert, so rum, und Faker in eine andere Region geht, das wird halt so viel ändern. Faker ist ja so ein One. Wie war das nochmal, als irgendwie Messi Barcelona verlassen hat und zu PSG gegangen ist innerhalb eines Tages mit den Trikots? Ich meine, natürlich im Fußball ganz anderes Verhältnis als im E-Sport, weil einfach noch mehr Geld drin ist. Viel, viel mehr Geld. 10.000 Mal, Milliarden Mal Geld. Aber wenn Faker nach China geht, League of Legends in China ist ja wie Fußball. Wenn ihr die Videos gesehen habt, als EDG gewonnen hat, wie die Leute auf den Straßen hemmgegangen sind in China. Also, 40 Millionen, als ob er nicht safe mehr bekommen könnte. Ey, nein, die White Sparrows. Vielen Dank für den Sub, Mann. Willkommen. Danke dir. Aber Faker ist halt jemand, der, glaube ich, einfach auch... Er hätte ja schon damals für Paychecks Korea verlassen können. Schon 2014 zu 15 hätte er wechseln können. Und hat es nicht getan. Ich glaube nicht, dass er jetzt Korea verlassen wird. Also, ich kenne Faker nicht persönlich oder dergleichen, aber ich, so wie es mir vorkommt, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Faker die Intention hat, für Geld zu spielen. Einfach whatever. Ich glaube nicht, dass Faker mit noch mehr Geld irgendwas machen würde. Der Mann ist mehrfacher Millionär, der chillt. Aber ich weiß ja nicht, Geld macht wahrscheinlich auch Leute geil, gierig und geil drauf. Aber so kommt Faker mir nicht vor, aber ich kenne Faker auch nicht. Also, wie gesagt, keine Ahnung. Wenn ich ihn persönlich kennen würde, wäre das was anderes. Wenn ich persönlich kennen würde, dann würde ich aber auch nicht auf Twitch streamen, sondern würde ich mir jeden Tag selbst gratulieren und mich sehr, sehr freuen. Mir ging eine Grasp Akali. Interesting. Ist das besser? Als irgendwie so Fleet oder Conqueror? Oder Electrocute? Oder Predator? Hat halt echt viele Keystones, wie sie gehen kann. Oder könnte. What toll have I paid? Hopp. Hopp. And their bones. Hopp. Hat den ganzen Minion-Damage genommen. Und nicht vergessen, dass wir sehr viele Scaling-Runen haben. Also wir sind hier sehr, sehr gut dabei. Wir haben halt 0 Magic Resist, 0 Armor, haben Leben in Runen. Das Geld mit unserem W-Reihen-Conditioning kommt bald online. Und dass wir genug Mana haben mit Cookies. Dann werden wir auch mal unseren Pot einwerfen. Nicht wirklich zulassen, dass sie V-Coin kann, aber ein bisschen Damage genommen. Trample the weak. Trundle, Trundle wird später nervig werden, sowohl mit seinem Pillar, um meine Ult zu canceln, als auch meine Q. Aber vor allem natürlich seine Ult, die meine Main-Stärke als Tank sehr, sehr gut wettmacht. Nämlich Tankiness. Death had its chance. Gut, Mid-Gap. 2-0 Z und der... meine Teammates sind hyped, I like it. Actually crazy, dass sie Ignite spielt. Habe ich nicht bedacht. Lass mich meinen Flash. Ich weiß es nicht. Ich muss... Ich hab auch legit gedacht, dass sie den Recall canceln würde. Wenn sie mich dahin laufen sieht mit einem HP.
Fucking Blows. Bin auch zu weit gelaufen. Aber wenn ich den Winkel so suche, selbst wenn ich getroffen hätte, wäre es zu spät gewesen. Ich hätte einfach einen besseren Winkel finden müssen. Naja. Wir haben beide die Beats. Ignite ist raus, Flash ist raus. Not good, not that bad. Sie gibt Divine Sandra, Kali. Interesting. Meine Güte, Tolkien, deine Es. Die lassen aber echt zu wünschen übrig. Da sieht man, dass du eigentlich kein Tankspieler bist und seit langer Zeit nicht Tarion gespielt hast. Sehr erwischt. Your life is mine. Danke dir, Valinor. Willkommen, Matt. Danke dir. Aber wie gesagt, wir wissen daraus, mit Grand Game einfach konsistent gut spielen und einfach aufs bessere Team hoffen. Grand Game hat es nicht funktioniert, haben wir gut gespielt. Dann müssen wir einfach nur konsistent unseren Job machen als Tank. Können wir Lane zurückholten. Wir haben viele Optionen hier, einfach die Lane ruhig zu spielen vor allem. Ich kriege einfach Leben dazu. Scale langsam hoch. Mit Grass, mit Overgrowth, mit unserer Scaling-Rune. Und mit Conditioning. Wie ein Hardcore-Chilling. Stecken auch Leben mit unserer W-Passive. Bei 221 davon, bei 21 von Overgrowth. Bei Grasp. Bereits 40 Leben dazu gemacht. Not bad. Gib mir Atmas Impaler. Die guten alten Tage. Was HP Scalings angeht. Mit AD Verwertung. Nochmal 5 Leben dazu. Für mich, nicht für sie. Sie hat Grasp nicht ausgelöst. Die sind halt relativ voll AD, ne? Nur Akali und die geht auch in AD-Variationsbild. Klar, macht sie trotzdem magischen Schaden. Aber trotzdem, ihre Autodecks werden mehr physischen Schaden machen als für gewöhnlich bei einer Akali. The fuck? Did I just witness? Gut, hat Honeyfood genommen. Kann er wahrscheinlich einfach Herald machen, wenn er nicht Botlane bei dem Fußball dabei ist. Bin in eine Menge in Midlane. Würde von Herald ausgehen. Bei den Gegnern. Nicht wirklich zu unterbinden, aus meiner Perspektive. Na, gehe ich jetzt Sunfire Cap? Wurde ja in der Theorie gebufft, ne? Das ist sogar ein Game, wo sich Sunfire lohnt. Mit Armor und mit Magic Resist. Weil wir einfach gegen Akali spielen, die beides baut. Also macht sogar wahrscheinlich Sinn, das zu rushen. Ich glaube, dass Trundle nicht Herald gemacht hat. Wenn jetzt Herald cancelt und in meine Lane läuft, um diese Ult abzublocken, dann werde ich Trundle bauen. Was hat der Trundle die ganze Zeit getan? Herald noch nicht tot ist. Vielleicht kannst du das gar nicht fassen. Komm ich richtig nervös. Endlich. Hat eine Ewigkeit gedauert, Mann. I need a slaughter. Mein Team ist winning. Ich habe keine große Aufgabe dieses Game. Ich bin Tank der Scales. Nicht an Trundle zu sterben und 5 Blades zu geben, ist quasi meine einzige Mission aktuell, I guess. Und dafür habe ich Flash.
von Bob. Zugeben ist echt nervig mit auch einfach Trundle, der die ganze Zeit noch Topside hovert. Magic. Aber wir machen eine Menge auf der Bots und Midlane, also ich bin einfach im Chain Topline, auch wenn ich gerade nicht wirklich die Wave rauspushen darf oder sowas. Auf dem Item Fortline kann der nicht wirklich ausspielen. Aber man sollte Trundle respekten, während der noch einen Heraldimus hat. Akali wird ja auch nicht ewig verweilen wollen. Was wird das für ein Bild? Einfach ein Tank-Bild. Gibt ja keinen Grund, hier was anderes zu kaufen. Guckt dir das Game an. Und zwei Assassins, Six und Bart. Wir brauchen weder Magic Damage noch physischen Schaden. Kein Playmaking, kein nichts. Wir brauchen eine Frontline. Okay, Level 9 von der Wave. Ja, unangenehm, aber den Dive, I mean, keine Chance zu outplayen. Ist einfach das Los des Toplaners dieses Game. Es war klar, dass dieser Play irgendwann folgen würde. Und Barty mit Ult cancelt. Wäre das sick. Wenn so tötet, auch sick. Okay. I don't really care, I don't really mind. Mein Team gewinnt. Es ist legit, was ich im letzten Game gesagt habe, ne? Es ist legit, was ich im letzten Game gesagt habe. Let's game stompen wir Top mit Gwen gegen Irea. Oder wir stompen, wir waren halt gut vorne. Aber Team verliert, jetzt gewinnt einfach mein Team. Ist einfach kein Impact aufs Game, diese Rolle. Six denkt auch, dass ich Botlane sein sollte auf diese Wave. Sollte ich niemals sein. Gut, dass ich hier bin. Muss ich was nehmen. Es ist einfach, Toplane. Nimm das, wo du das. Und Bob. Ich sollte den Turm zum Explodieren bringen. Und dann sollte ich eigentlich Botlane gehen. Ja, würde ich das den Turm nicht nehmen. Doch, nice. Aber super viel Zeit, genauso zu spielen, wie ich es getan habe. Ein bisschen früher die resetten sollen. Ich hätte auch gedacht, dass 6 früher zurückkommt. Aber ist richtig von mir. Toplane zu TP, Toplane zu Pressure. Ich hätte aber durchaus früher resetten sollen. In der Wave früher. Ich hätte aber 6 das Solo gelassen sollen. Schnell mit dem Boots und seinem Movement Speed. Will sich hinten Team. Game war jetzt schon einfach the life of the Toplaner. Hat jetzt auch eine Menge Shutdowns bekommen und Platings dank des Trundles. Ach man, diese Rolle ist echt interaktiv. Jetzt fucking gut. Crux zu machen ist extrem cool als Sion. Kriegst so viel Bonus XP, HP. Der Gromp würde dir quasi nur einmal 10 geben. Hier kriege ich einmal 10 und dann mehrmals 4 HP. Mega nice. Und jedem einzelnen kleinen Krug. 4 HP. Und vom großen 10. I'll make a mountain of the dead. Shutdown kommt gleich online. Das heißt, der Kali wird wahrscheinlich einen Top-Turm bekommen und der straight einen Shutdown. Wenn sie smart ist, wartet sie, bis der Turm tot ist. Bis die Shutdowns da sind. Aber der Turm stirbt eh rechtzeitig, nicht rechtzeitig, oder? Ja, straight einen Shutdown bekommen. War einfach so dumm. Straight 600 Gold. Das ist so wenig interaktiv, so wenig interessant. Einfach eine scheiß Änderung. Oh, whatever. Ja, das ist sehr, sehr bad. Oh mein Gott, Mann. Da hat er doch noch Nakali sein Leben gegeben. Ne, echt tanky, Mann.
Anfeuer Proc ist wild. Like, what the fuck? Mana hätte. Wäre so geil. Ey, what the fuck? Lass raus hier. Ich habe keine Ult. Bald kann mich einfach gleich porteln. Ja, mein Flash war bad, aber ich wollte unbedingt noch irgendwie Damage machen. Sah so lustig aus. I mean, ja. Ja, gestern fallen mal Schaden, ha? Huh? Yeah, down auto-attack sie. Nix macht nichts. Interesting. Irgendwie gefühlt so, die beiden. Ach, ja, ich weiß nicht. I mean, whatever. Whatever. It is what it is. So, was gehe ich denn jetzt als nächstes? Also, Hero Reduction ist auf jeden Fall ganz nice. Der Divine Thunderproc von Akali wird unterbunden, von Trundle ebenfalls. Die lästigen Shutdowns, Mann. Gerade moved gerade, ist er drin. Gerade rechtzeitig Respect gegen Predator. War close. War beinahe zu weit vorn. Aber hat man noch runter moven? Okay. Oh, what? So schnell? Wenn ich die Q treffe, ist er tot. Am Turret. My bad, what the fuck? Er ist so schnell geflogen. Fliegt er irgendwie schneller, wenn er weiter weg ist? Oder fliegt er immer gleich schnell? Ja, ich dachte, er würde langsamer fliegen. Wenn ich ihn mit Q treffe, wenn er zurückfliegt. Und dann wäre er einfach dead. Ja, ich meine, das Game ist halt deswegen so free, weil mein Team gewinnt. So, ich wäre auch nicht tanky, wenn mein Team nicht so weit ahead wäre. Ging das einfach so far behind. Quasi genau das gleiche Game wie letztes Game, bloß halt andersrum. What? Dann geht ja diese Scheiße, Mann. Finally. Nice. Ja, whatever. Es ist einfach League of Legends, ist ein Top-Lane seit 2 Jahren. Ach, na gut. Wir haben das Game doch verloren. Jetzt haben wir das Game gewonnen. Ich habe mit beiden Games einfach konsistent gespielt. Und beiden Games einen Job gemacht. Im letzten, in dem Gwen gegen Iria-Game, habe ich ein bisschen besser gespielt als mein Job. Dieses Game habe ich nur souverän gespielt und nichts Besonderes getan. Einfach nur meinen Job gemacht. Nichts Besonderes. Mein Team hat einfach gewonnen und der Gegner hat verloren. GG.